Ist gut? Ich bin aufgeregt. Auf jeden Fall. Wir filmen immer nur mit dem Handy, deswegen. Yusuf, wie ihr unschwer erkennen könnt, sitzen wir in einem 1063 AMG Black Series. Jawohl. Und der Yusuf gibt uns gerade die Möglichkeit, dass wir mal ein bisschen aus uns rauskommen und quasi das Fahrzeug ausgiebig testen, oder? Ja, genau. Wir machen eine kurze Testfahrt. Also, und ist, die Servopumpe ist gestern kaputt gegangen leider, deswegen ist es ein bisschen straffer. Aber du hast ja Muskeln hier. Aber er vertraut mir. Gut, dann nimm mal schön hier auf. Hier ist wie im Kindergarten, ne? Absolut. War ein Kinderspielplatz. Junge, wie viele auch draußen sind. Krass, gestern waren nicht so viele draußen. Aber hast du Black Series? Ja. Was für ein? Rote. Ach so. Ja, in Schwarz sind die nochmal lauter, weil Black Series heißt nicht Black Series. Der war nicht schlecht, der war gut. Wie hat's dir gefallen? War sehr benebelt. Und? Sah gut aus? Ja, das Auto hat sich kurz einmal verschluckt. Weil er war kurz noch mit was anderem beschäftigt. Wir überlegen gerade, ob wir nochmal machen, aber ich glaube nicht, weil die Reifen sind echt kurz. Traust du dich nicht, oder? Na, ich trau mich schon, aber deine Felgen sind dann kaputt. Was heißt, traust du dir das zu? Das sind deine Felgen. Können wir es danach mit deinem GT3 RS auch machen? Geht nicht. Funktioniert bei dem Auto nicht. Die kriegen das schon hin. Geht nicht, kannst du vergessen. Wir halten den vorne fest, hinten ein bisschen Reifen einölen. Das, ja, das Problem ist, Wörthersee hast du hier gesehen? Ja. Hast du gesehen? Ja, nein. Hat nicht, weil das Problem ist, das Auto kannst du nicht in einen langen Burnout ziehen. Ja, ich weiß. Das geht nicht, weil sobald du Bremsen drückst, ist vorbei. Aber geht Donuts mit dir. Donuts geht. Können wir ja gleich machen. Aber das geht bei dem Auto nicht. Warum nicht? Funktioniert nicht. Bei dem GTRS? Ja, der ist leider noch nicht eingefahren. Doch, der hat 500 Kilometer. 1500 sind einfahren. Der hat uns gerade überholt, weil wir so viel reden. Genau. So, die Messe ist kurz vor knapp. Schluss. Finito. Finito. Für uns heißt es gleich nach Hause. Aber bevor wir dies tun, wir bedanken uns erstmal wirklich bei Selim, bei H&R, ja. Bei Selim. Na, H&R und Selim, danke Christian, danke alle. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Nein, also er bedankt sich bei der Firma H&R Spezialfedern und bei mir bedankt er sich, respektive Marlon bedankt sich, dass dieses Auto noch kurzfristig in diese Halle kommen konnte. Okay. Genau, also noch mehr müssen wir nicht hinzufügen. Also, wir haben zu danken für die Bereitstellung von diesem tollen Auto. Ich hoffe, die Rückfahrt wird ein Genuss. Ja, die Rückfahrt war schon ein Genuss. Ich war zwar sehr müde, aber und an unserer Seite, oder an meiner Seite steht der liebe Jannis. Jannis haben wir diesmal richtig kennenlernen dürfen. Er ist hammergeiler Dude. Das muss man ehrlich sagen. Ja. Ich wusste es versuch halt vorher einfach nicht noch so. Zu sein, ne? Ja, ich wusste es halt vorher nicht. Er ist natürlich technisch eine andere Oberliga, was Porsche angeht. Und dadurch, dass ich Porsche liebe,
verbinde ich natürlich mit 9FF einiges. Aber wo wir schon hier sind und kurz vor Abbau sind, also die Jungs, zeigen wir euch noch ein paar Autos hier, weil ein Ding ist so... Ja, da weiß schon, worum es geht. Haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ja, der, übrigens der Cup. Ja. Schaust du das so? Ja. Das ist so ein Ding. Ja, das gibt sich oft. Also, das ist auch der einzige 991 Klappenstraßenzulassung, die es überhaupt gibt. Es gibt keinen zweiten. Aber darf ich was äußern? Ja. Mein Traumauto, ne? Ja, ja. 992? Boah, das Auto ist. Ja, dann hau mal den Körper raus. Mach mal eine Vorlage. Gib mal Vorlage. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Fangen wir mal bitte mit dem Geschoss hier an. Das können wir machen. Das Auto sieht unglaublich gut aus. Er sieht hier mit Spaltmaßen, mit einem kleinen... Rennauto. Ja. Rennauto. Ist es ein reinrassiger Rennauto gewesen? Ja, nein. Also das nein. Auto war ursprünglich mal 997 GT3 MK1. Das Auto hatte mein Vater vor 12 Jahren gekauft. Ja. Den haben wir dann komplett zerlegt, weil wir ganz viele GT3-Teile brauchten. Und es ist günstiger, ein Auto zu kaufen, als jedes Teil einzeln. Ja, ja. Damals lagen die ja bei 75. Damals 70. Waren die noch nicht so teuer wie heute. Ja, ich hatte auch übrigens einen schönen 997 MK1 gehabt. Ja, mega. Metzger-Motor, bester, ja. Ne? Brauche ich dir nicht erzählen. Leider nicht mehr. Genau. Naja, auf jeden Fall ist dann viel passiert. Wir haben das Auto damals eigentlich gebaut für ein Event, sind wir gegen Bugatti gefahren. Okay. Ach so, das ist das Auto. Das ist das Auto. Ja, also wir sind mit dem damals 388 oder 389, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall knappe 400 gefahren. Und wir haben das Auto in 10 Tagen aus dem Rolling Chassis gebaut, weil uns hat die Firma angerufen, die dieses Event gemacht hat, und hat gesagt, ey, Bugatti komm, wollt ihr nicht doch teilnehmen? Und mein Papa so, okay, wir lassen alles stehen und liegen, alle an dieses Auto, wir bauen jetzt dieses Auto. Okay. Ja, und dann haben wir daraus halt ein Allradauto gebaut. Woche. In 10 Tagen, ja. Ja. Dann einmal komplett. Aber die Geschichte habe ich, glaube ich, schon gehört. Ja, darüber haben wir schon mal ein YouTube-Video gemacht. Ja. Auf jeden Fall, das Auto hat jetzt einen Allradumbau, 1200 PS, 1200 Kilo. Also da machst du dich schon ordentlich in die Hose. Mit Straßenzulassung, ne? Mit Straßenzulassung, ja. Okay, also das heißt, wir haben jederzeit die Möglichkeit, mit dem Auto mitzufahren, ne? Ja. Krass, das Auto. Ja. Also übrigens, Janis hat uns eingeladen. Zu sich? Ja. Ich war einmal bei euch, wie gesagt, ein paar Mal, aber ganz... Ganz lange her, da war ich wahrscheinlich nur so. Nee, ich habe mich ja nie gesehen. Aber Janis haben wir dann so ein paar Mal getroffen am Bilzerberg. Genau. Zweimal sogar. Ja. Ja. Und ja, und gestern Abend haben wir schön essen. Unter anderem. Aber ey, gut gegessen. Ey, war echt lecker, war echt gut. Sehr gut. Ja. Dann haben wir, genau, bei dem Auto, liebe Leute, da gehe ich komplett kaputt, weil, ja, hier, keine Ahnung, also... Ja, weiß man nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Also es ist ein 991.1 genau. GT3 Cup-Fahrzeug. Also ein echter Cup-Fahrzeug, was du bei Porsche damals bestellen konntest. Immer mal vorne auf, dann versteht allerdings, man das auch mal. Genau, das wird wahrscheinlich der Tank sein, ne? Genau, Tank und Hebeanlage. Ja. Und für die Bremse die ganze Verstellung. Das ist hier für die Hebeanlage. Genau. Das ist die Hebeanlage an sich. Auch, doch. Ja, das ist einer der Stempel, genau. Das ist elektrische Servo. Elektrische Servo. Und das Ding hat ja auch sequenzielles Getriebe. Richtig, genau. Sechsgang sequenziell, pneumatisch. Aber ich kann mich erinnern, dass ihr gesagt habt, dass ihr hier am Getriebe bzw. an Kupplung was umgebaut habt. Ne? Richtig, genau. Normalerweise haben die so eine 5-Scheiben-Sinterkupplung, die ist ganz, ganz klein. Genau. Und da brauchst du 3.500-4.000 Umdrehungen, damit du überhaupt losfahren kannst. Ja, ja. Und du hast kein Gefühl im Pedal, sondern die lässt du einfach kommen, ja, ja. Direkt kurz durch, fährst du los. Du kannst natürlich nicht an jeder Ampel quasi Launchstart machen mit so einem Auto. Ne? Das ist, ne? Ist ja behindert. Und wenn du jetzt in der VLN. Da fahren die ja nur los, einmal zum Start, starten, dann fahren die ja rennen, fahren in die Box, fertig. In der VLN war ja mal ein Unfall und dann hat sich ja mal Stau gebildet und viele Autos sind ja abgekackt. Ja, also wir haben jetzt hier eine 2-Scheiben organische Kupplung drin, mit einem Einmassenschwungrad, das bauen wir selber. Aber ist auch hart, ne? Nein, fühlt sich an wie ganz normal, kannst easy fahren, ja, ja. Okay. Ich frage ihn die ganze Zeit, kann man das Auto auf PDK umbauen? Weil da erst dann wird das Auto für uns, quasi für unsere Zwecke. Ja. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Gibt's nicht viel Stress mit dem Ding? Nein. Auf der Straße. Nein. Also ich bin mit dem Ding schon ein paar Mal gefahren. Ich musste ja damals ja auch zum TÜV fahren, zum Wiegen und so. Gibt einen großen Nachteil. Wenn Kreisverkehr kommt, nimmst du die erste Ausfahrt. Weil der Lenkwinkeleinschlag ist so gering durch die großen Räder, ja. Du fährst nicht durch den Kreisverkehr. Geht nicht. Ist nicht möglich. Und kannst du so pauschal sagen, wie viel man investieren muss?
GDK, also hast du für Straßenzulassung zwischen 30 und 40.000. Das Problem ist, du musst halt alles, du hast ja kein Vergleichsauto. Ne? Du musst halt alles machen, Sichtfeldprüfung, Abrollgeräusch, alles, ne? Von A bis Z. Ja, das Einzige, was echt wichtig war, was wir in der Karosserie umgebaut haben, weil sie haben die nach vorne in der Haube ja so Splinte. Ja, geht um Fahrgängerüberfahrschluss. Wenn jemand überfährst, dann bleibt der hängen, aber ich sag mal so, ne? Da hast du andere Probleme, aber wir sind ja in Deutschland. Ne? Ja. Also ungewohnt auch so ein Auto mit Semislicks zu sehen, ne? Ja, klar, normalerweise hast du halt Vollsticks drauf, ne? Aber ja, halt auf der Straße kannst du damit ja nicht fahren. Ja, ne? Ja, ja, ja. Und was halt cool ist, du hast ja die Hebeanlage drin, du fährst damit auf Achse dahin, hast du eine Halle oder so. Genau, genau. Fährst den eben hoch, kannst du selber eben die Räder ab, steckst an Räder drauf, runter, fährst deinen Track Day, steckst die Räder drauf, fährst du nach Hause. Ja, schon Hammer. Wir haben ja darüber schon geredet. Ja. Ich habe mal angefragt, aber ist, glaube ich, noch sehr teuer. Also für uns. Auf den 992 gehen wir nicht mehr ein. Brauchen wir nicht. Wie besser der? Frag ich mal so. Um die 1400 aktuell. 1400? Ja, ja. Der fährt schon mit Garrett. Der hat keine VTG-Lader mehr. Der hat zweimal G35 900 drin. Da sind wir immer so ein bisschen am Kämpfen mit der Programmierung, also beziehungsweise mit dem Controlling der elektronischen Wastegates. Weil das Auto, das Seriensteuergerät, möchte eigentlich ja nur mit dem originalen Wastegate kommunizieren und nicht mit etwas anderem. Ja, und das ist ein bisschen tricky. Aber ist im Prinzip fast durch. 1400. Man muss sagen, in dem Auto ist das krass, aber du bist nicht so geflasht, dass du sagst, okay, das reicht mir jetzt, ich fahr jetzt nach Hause. Ne, der macht halt sehr viel von alleine, gibt einem halt auch ein sehr gutes Gefühl. Ich bin ganz ehrlich, ich bin der Typ, ich muss kämpfen in so einem Auto. Ja. Deswegen, mir macht das Spaß, Janis, ist cool, aber ich brauch sowas. Bekommen wir irgendwann mal die Möglichkeit, wenn ihr mal so einen Tag der offenen Tür habt, irgendwo, weil ihr macht ja auch viel, kannst du uns dann einladen, dass wir mal so ein Ding einmal fühlen dürfen? Klar, machen wir. Ja? Machen wir. Also ich bin ja tendenziell, also ich, unsere Familie ist ja so 9-2 Turbo S Fan. Ey, die Autos sind echt toll, muss man sagen. Wir fahren ja selber ein Cabrio und ein Coupé und liebend gerne. Also die Dinger, mit dem Auto kannst du gefühlt mit einer Hand 333 fahren, mehr geht's ja nicht. Kein Problem. 333 auf Tacho und dann hast du so einen kleinen Hubbel, ey, das Ding frisst alles weg. Ich weiß. Also, ist unglaublich, wie gut das einfach alles harmoniert und funktioniert. Durch den Bankausgleich, mitlenkende Hinterachse und so, das ist schon echt cool. Schon gut. Ja, definitiv. Schon gut. Ja, und mein absoluter Traum. Also der GT2, was leistet der jetzt an Leistung? Der hat 900, aber mit VTG-Ladern, also im Prinzip Stock-Optik. Also 900 ist jetzt so human für uns. Ja, wann mit jetzt in dem Gespräch, ja. 900 ist human für meine. Nee, für, im Ernst, du hast 1400 hier, du denkst dir, Alter, was geht ab? Das ist schon krank. Aber ganz normal Haarschaltung, ne? Nee, ja, der CAE-Shifter. Warte, geh mal rüber, wir machen mal auf. Ja. Wie viele Maps habt ihr? Der fährt jetzt aktuell mit 5, glaube ich. Die letzten beiden sind für Rennbenzin, die anderen sind für 98 Oktan und 102. Aber also super gepflegtes Auto. Ne? Ja, sehr gepflegt. Also er gibt sich sehr viel Mühe mit dem Auto. Jedes Mal, wenn er wiederkommt, sind irgendwelche andere coolen neue Sachen dran. Wie ist es zum Beispiel wartungstechnisch? Muss man einmal den Motor aufmachen? Nein. Irgendwann? Für nach 50.000 würde ich schon einmal reingucken, aber halt mehr so sicherheitsmäßig. Ja, ja. Jetzt nicht, weil ich weiß, was geht kaputt, sondern lieber einmal Pleuellager, Hauptlager checken, einfach nur den Verschleiß. Weil wenn man Pleuel abreißt oder ein Lager einläuft, ist natürlich richtig teuer am Schluss. Die Revision ist natürlich Revision ein Drittel oder ein Viertel von dem, wenn das kaputt geht. Ne? Wenn überhaupt. Ja. Nee, aber hat uns sehr gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, Janis, danke dir, mein Lieber. Kein Problem, immer wieder gerne. Wir gehen gleich noch essen mit ihm. Ja? Ja, wir holen jetzt gerne mal die Jungs an, klären das hier einmal. Weil ich bin gar gespannt, wo es hingeht. Okay, dann bis gleich. Ja, jetzt befinden wir uns im Auto und fahren ganz gediegen nach Hause. Kurz zusammengefasst, Wochenende war echt überraschend gut. Freitag wussten wir noch nicht, dass wir Samstag herkommen. Nee. Also es hat sich Freitag nachts oder abends entschieden, dass wir Samstag morgens losfahren. Und wir haben das Auto ausgestellt und ich kann euch nur sagen, das Auto hat eine Aufmerksamkeit erhalten. Unfassbar. Also ich bin stolz, wirklich vom Herzen stolz, dass wir so ein Fahrzeug besitzen dürfen. Und ich kann nur zu Herzen legen, Porsche ist für mich einfach Liebe. Porsche ist Liebe. Ja. Ich will das jetzt gar nicht so lange machen. Fazit, Bombe gewesen. Wochenende war Hammer. Sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Und ich muss auch mal so ein bisschen schmunzeln. Es haben mich
sehr viele aus der Community bzw. Follower, die unseren Kanal beobachten, echt sehr viel angesprochen. Und es war so schön, einfach das Gefühl zu haben, okay, die Leute gucken sich dein Video und die kamen auch an und haben gesagt, ey, eigentlich ist super Content, Bombe, ne? Und ich kann nur danke, danke, danke sagen. Und einen ganz großen Dank geht auch an Yusuf, Hido Performance. Junge, ich weiß nicht, was ich mit dir machen muss oder machen soll, aber der Typ ist einfach nur, mit ihm macht es einfach so viel Spaß. Ja. Und ja, ich mag ihn einfach. Und ich hoffe, wir werden dann auch mit Yusuf ein paar Dinge machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergiss bitte nicht zu abonnieren. Und ein Like, ein Kommentar würde uns sehr, sehr freuen. Und wir fangen jetzt mit dem Content richtig an. In diesem Sinne, alles Gute. Euer Harun. Ciao.